Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Tag. Und ja, heute finde ich, ist ein sehr guter Tag, denn heute wurde ein Manifest veröffentlicht von mutigen Menschen. Ein Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland heißt dieses Manifest. Und es wurde verfasst von über 100, 130 Mitarbeitern des öffentlichen Rundfunks in Deutschland, in Österreich. Mitarbeiter der ARD, des ZDFs, des Deutschlandradios und vielen anderen, und die sich zu großer Zahl mit Namen, andere unter anonym, aber mit bei Notar hinterlegten Namen über ihren Arbeitgeber beschweren, beziehungsweise über das Problem der Meinungsvielfalt. Und die Unisono sagen, dass das, was öffentlicher Rundfunk heute ist, eben nicht mehr zur Meinungsvielfalt beiträgt, sondern zur Spaltung der Gesellschaft, zu einer, ja, eigentlich zu einem Propagandainstrument der Regierung geworden ist und die das nicht mehr mittragen können und eine grundlegende Reform fordern, also den alten journalistischen Ansprüchen gerecht werden wollten. Und ich bin begeistert, das zu lesen. Es ist das, über was wir schon oft und lange berichten und was so wichtig ist, dass Menschen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereit sind, dazu Stellung zu nehmen und machen ein ganz, ganz wichtiges Tor auf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest bisher, findet es in den öffentlichen Medien natürlich keinen Widerhall. Das wird bislang zumindest ignoriert. Ich habe es bisher nur bei der Berliner Zeitung als Notiz gefunden und auch bei den Kollegen von Tichys Einblicken, die darüber berichten. Und natürlich werden die kritischen Medien darüber berichten, ob es die öffentlich-rechtlichen tun. Bleibt abzuwarten. Bisher nehmen wir das unisono nur quer über die Landschaft nicht wahr, wenn die sonst immer sehr schnell sind. Aber es ist ja erst frisch auf dem Markt. Also vielleicht wird es ja in den nächsten Tagen noch thematisiert. Zumindest vielleicht, wenn es zu laut wird, wird man da entsprechende Gegenposition hören, was ja auch sinnvoll wäre, wie gesagt. Aber schauen wir doch gerne mal zusammen rein und dazu nehme ich Sie mit ins Internet, nehme Sie mit auf die Seite von Meinungsvielfalt jetzt, auf dem dieses Manifest veröffentlicht wurde. Es ist viel Text, muss es ja auch sein. Also deshalb, ich gehe es gerne mal mit Ihnen so ein paar Punkte durch, weil es mich wirklich sehr begeistert und ich für sehr, sehr wichtig halte. Wir haben es natürlich auch unten nochmal verlinkt, sodass Sie es im Original ansehen können und auch sollen. Ich bitte Sie darum, lesen Sie sich das im Detail durch, auch die ganzen Statements. Es gibt viel Spannendes dort zu sehen, zu lesen, aus den Internas, wie das beim öffentlichen Rundfunk, bei unseren Mainstream-Medien allgemein, mag man sagen, intern vonstatten geht. Und es gibt einen Eindruck und es leider bestätigt es das, was wir auch außerhalb seit langer, langer Zeit wahrnehmen, dass es eben hier nicht mehr um journalistische Sorgfalt geht, sondern mehr oder weniger zu Propaganda, wie wir sie zu Zeiten der DDR und anderen hatten, zu dunklen Zeiten der Geschichte. Also hier ist dringend Handlungsbedarf erforderlich. Ob er kommt, ist ein ganz anderes Thema, weil dazu ist es ein zu großes Machtinstrument inzwischen geworden. Und deswegen ist die Hoffnung, dass dieses Manifest auf fruchtbaren Boden fällt, leider gering. Aber es ist für uns wichtig, es ist für uns wichtig zu verstehen und auch den Mut zu fassen. Ja, wir liegen richtig damit, das zu kritisieren. Wir liegen richtig damit, dass wir hier eine fast gleichgeschaltete Berichterstattung haben. Ja, wir liegen richtig damit, den Mund aufzumachen und zu sagen, nein, wir glauben euch nicht. Nein, wir machen uns unsere eigenen Gedanken. Ja, wir wollen alle Seiten hören. Alle. Nicht nur die, die uns recht geben, auch die andere, aber eben alle. Und da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, den ich nachher gerne nochmal ansprechen möchte. Denn es ist ja interessant, dass immer nur jene Zensur und Verbote von anderen Meinungen fordern, die von der offiziellen Meinung her kommen, von der Regierungsseite her kommen, von denen, die Macht ausüben, kommen. Die fordern immer von den Leugnern, von den Bösen, von den Kritikern, von den Kritischen, das darf alles nicht gesagt werden, das muss zensiert werden, das darf die Öffentlichkeit nicht verunsichern. Ich höre immer nicht, dass die andere Seite, jene, die die Regierung kritisieren, sagen, nein, nein, das muss zensiert werden. Man darf nicht vor dem Klimawandel warnen und so weiter. Das ist ganz gefährlich. Da höre ich keine Zensur. Immer nur von der anderen Seite und dann muss man sich sagen, naja, wer
Meinungen zensieren will, Sichtweisen zensieren will, vielleicht liegt es daran, dass sie ihm nicht gefallen und seine Argumente zu schwach sind, um sie zu entkräften. Und dann bleibt nur die Zensur. Und interessant muss man gucken, wer Zensur fordert, ist dann meistens derjenige, der die schwächeren Argumente hat und deshalb zur Zensur greifen muss. Also diesen Punkt immer im Auge haben, wenn einem jemand mit Zensur kommt und mit Verboten kommt, was nicht gesagt werden darf. Das ist dann ganz oft das Problem, dass hier ja, die schwachen Argumente durchgesetzt werden sollen gegen die starken Argumente. Aber schauen wir uns das Manifest hier mal an und es ist Wort für Wort, ist es wirklich eine Wohltat zu lesen. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie alle weiteren Unterzeichneten schätzen einen starken, unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als wesentliche Säule unserer Demokratie, der gesellschaftlichen Kommunikation und Kultur. Wir sind von seinem im Medienstaatsvertrag festgelegten Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides aber sehen wir in Gefahr. Das Vertrauen der Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt immer stärker ab. Zweifel an der Ausgewogenheit des Programms wachsen. Die zunehmende Diskrepanz zwischen Programmauftrag und Umsetzung nehmen wir seit vielen Jahren wahr. Wir gucken in dieses Manifest mal kurz rein. Seit geraumer Zeit, gerade der erste Teil hier, ist sehr, sehr aussagekräftig. Ich lese Ihnen nicht alles vor, nur diesen ersten Teil möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Danach, wie gesagt, lesen Sie es gerne selbst in Ruhe durch. Seit geraumer Zeit verzeichnen wir eine Eingrenzung des Debattenraumes anstelle einer Erweiterung der Perspektive. Wir vermissen den Fokus auf unsere Kernaufgabe, Bürgern multiperspektivische Informationen anzubieten. Stattdessen verschwimmen Meinungsmache und Berichterstattung zusehends auf eine Art und Weise, die den Prinzipien eines seriösen Journalismus widerspricht. Nur selten finden relevante inhaltliche Auseinandersetzungen mit konträren Meinungen statt. Stimmen, die einen medial behaupteten gesellschaftlichen Konsens hinterfragen, werden wahlweise ignoriert, lächerlich gemacht oder gar ausgegrenzt. Inflationär bedient man sich zu diesem Zwecke verschiedener Kampfbegriffe wie Querdenker, Schwurbler, Klimaleugner, Putin-Versteher, Gesinnungspazifist und anderen, mit denen versucht wird, Minderheiten mit abweichender Meinung zu diffamieren und mundtot zu machen. Das sorgfältige Überprüfen zweifelhafter Meldungen ist wichtig. Allerdings suggerieren sogenannte Faktenchecks oft durch ihre Machart, Überschrift und Formulierungen eine vermeintlich absolute Wahrheit, die selten existiert. Der freie gesellschaftliche Diskurs wird dadurch schmerzhaft beschnitten. Innere und äußere Bedingungen führen dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihren journalistisch-ethischen Standards nicht mehr genügen können. Dazu zählen innerbetriebliche Praktiken wie die schon vor Dreh- und Reportagebeginn festzustehende Kernaussage von Beiträgen, die Zentralisierung der Berichterstattung über sogenannte Newsrooms zu großer Zeitdruck bei der Recherche, eine überwiegend an Einschaltquoten orientierte Programmgestaltung, Sparmaßnahmen der Sender am Programm und nicht zuletzt die Tatsache, dass 2/3 der redaktionellen Personals nur Zeitverträge haben oder gar komplett ohne Angestelltenverhältnis als sogenannte Freie arbeiten müssen. Letzteres führt zu Existenzängsten, die wiederum entsprechend angepassten Journalismus begünstigen. Aufgrund der hohen personellen Fluktuation bleibt zudem oft keine Zeit für fachlichen Wissenstransfer. Innere Pressefreiheit existiert derzeit nicht in den Redaktionen. Die Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Medien sind zwar formal unabhängig, meist gibt es auch Redaktionsausschüsse, in der Praxis aber orientieren sich die öffentlich-rechtlichen Medien am Meinungsspektrum der politisch-parlamentarischen Mehrheit. Anderslautende Stimmen aus der Zivilgesellschaft schaffen es nur selten in den Debattenraum. Dazu erschwert äußere Einflussnahme durch Politik, Wirtschaft und Lobbygruppen einen unabhängigen Qualitätsjournalismus. Interessensverflechtungen von Politik und Wirtschaft werden zu selten in tagesaktuellen Beiträgen aufgezeigt und erörtert. Alltägliche Recherchen bleiben im Kern oft oberflächlich, etc. etc. Das Ganze wird unterschrieben, wir gehen runter, von, wie gesagt, über 100 Mitarbeitern des öffentlichen Rundfunks. Und am Ende gibt es auch noch 33 Mitarbeiter, die sich nicht getraut haben, ihren Namen zu nennen, deren Namen aber bei einem Notar hinterlegt sind, weil sie Angst vor Repressalien haben. Ich finde das ausgesprochen faszinierend. Wir gehen auch gerne nochmal zurück. Hier gibt es einige Statements, die sehr, sehr mutig sind, sehr, sehr stark zu lesen sind von Mitarbeitern. Und ich kann nicht mehr schweigen, ich kann nicht mehr wortlos hinnehmen,
was seit anderthalb Jahren bei meinem Arbeitgeber, dem öffentlichen Rundfunk, passiert. Der Kern der ARD war einmal ihre Unabhängigkeit, die hat sie aufgegeben und damit ihre Existenzberechtigung aufs Spiel gesetzt. Ausgebildeter Redakteur und so weiter. Also es gibt immer wieder diese Diskussion, Experten von Stiftungen und Denkfabriken werden eingeladen. In unserer Redaktion wird bei Sitzungen nicht darüber geredet, wie wir die Menschen mit unserem Programm möglichst vielfältig informieren und verschiedene Ansichten präsentieren könnten. Nein, es wird darüber geredet, wie man ein Ereignis mit Hilfe von Experten einordnen kann. Am Ende sieht die Regierung dabei meist gut aus. Dazu werden dann in der Regel dieselben Experten von einschlägigen Stiftungen und Denkfabriken angerufen, die sich in der Vergangenheit als gute Einordner bewährt haben und so weiter und so weiter. Erzieherischer Haltungsjournalismus. Machen Sie sich die Mühe, lesen Sie die Beiträge in Ruhe selber durch. Es gibt sehr, sehr vieles darauf zu sehen. Meine Damen und Herren, ich finde das sehr, sehr mutig und mein größtes Kompliment und Chapeau an alle, die hier beteiligt sind, die hier unterzeichnet haben, die sich daran beteiligt haben, an diesem Aufruf, weil es ein Weckruf sein soll für die Gesellschaft. Und man kann es nicht weit genug verbreiten, um etwas zu verändern. Nicht um anzuklagen, nicht um Schuldige zu suchen, sondern um etwas zu verändern. Und oft ist es so, es reicht einer, der aufsteht und den Mund aufmacht, dass sich andere auch trauen. Hier stehen über 100, 130 Menschen auf, aus diesem Bereich und trauen sich etwas zu sagen. Vielleicht macht es anderen Mut, das auch zu tun. Vielleicht kommt dadurch was in Bewegung. Es ist höchste Zeit, dass hier etwas in Bewegung kommt. Aber auf jeden Fall sollten wir uns das als Vorbild nehmen und zu sagen, nein, wir stehen zu unserer Meinung. Und auch und gerade dann, wenn sie abweichend ist, wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Nein, wir kritisieren das, was wir kritisieren wollen. Wir stellen in Frage, was uns nicht plausibel erscheint. Und das ist vollkommen egal. Wie viele um uns herum meinen, dass man das nicht sagen darf? Die Zeiten, an denen man etwas nicht sagen darf, ich dachte, die wären vorbei. Und man soll alles sagen dürfen. Und wenn man sagt, dass die Erde eine Scheibe ist oder sich die Zeit um die eigene Achse dreht, das ist mir vollkommen egal. Jeder soll alles sagen dürfen. Das ist mir leicht mit Argumenten und mit guten Fakten und mit guten Argumenten dagegen zu halten und zu diskutieren. Dann stellt sich sehr schnell raus, was Dichtung und Wahrheit ist und was eine hohe Wahrscheinlichkeit hat und was eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat. Aber das ergibt sich im Argument von alleine. Ein Argument, eine Meinung zu verbieten, eine Sichtweise zu verbieten, das ist die schwächste aller Möglichkeiten, die schwächste Form der Machtausübung. Und wie gesagt, sie wird nur dann genutzt, wenn man eigentlich sonst keine Argumente mehr hat. Und deswegen trauen Sie sich, sind Sie mutig. Gerade dann, wenn Ihre Meinung abweicht, sagen Sie es. Argumentieren Sie, lassen Sie anderen Ihre Meinung. Ich bin bei all meinen Sichtweisen heute mehr denn je zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nie sicher sein kann, dass meine Sichtweise die richtige ist. Ich habe immer den Zweifel daran. Vielleicht irre ich, vielleicht liege ich falsch. Ich möchte mich mit möglichst vielen Menschen austauschen, mit möglichst vielen Menschen die Diskussion führen und gerade mit jenen, die andere Meinung haben. Ich möchte die andere Meinung hören. Ich möchte, wenn ich von etwas begeistert, überzeugt bin von einem Bericht, möchte ich auch die Gegenmeinung dazu hören, zu hören, warte mal, wie sehen die das denn? Weil auch der, der meine Meinung teilt und bestätigt mit seinem Bericht, ja, vielleicht hat er ja auch die falsche Sichtweise. Es ist wichtig, dass ich mir auch die andere anhöre, um dann möglicherweise der Wirklichkeit näher zu kommen. Die absolute Wahrheit hat keiner von uns. Jeder von uns hat nur einen kleinen, ganz kleinen Blick auf die Zusammenhänge. Und wir brauchen viele, viele Sichtweisen aus verschiedenen Perspektiven, um einen möglichst guten, möglichst passenden Blick auf die Realität zu bekommen. Das geht aber nur, wenn man alle Meinungen zuhört, alle Meinungen als legitim akzeptiert und dann miteinander ins Gespräch geht. Deshalb seien Sie einerseits mutig und sagen Sie Ihre Meinung. Sagen Sie, der Kaiser hat keine Kleider an, wenn Sie dieser Meinung sind. Und andererseits respektieren Sie auch jene, die andere Meinung sind als Sie selbst. Und das gilt für beide Seiten des Spektrums. Für jene, die all das, was die Tagesschau vermeldet, für gut und richtig halten und für nachvollziehbar. Akzeptieren Sie die Meinung der Kritiker. Akzeptieren Sie die Meinung derer, die mit diesen Corona-Maßnahmen ihre Schwierigkeiten hatten, die Probleme hatten, die Impfungen einfach zu akzeptieren, mit denen, die nachfragen, was ist denn eigentlich mit diesem Virus, wo kam das denn her? Würde mal bitte jemand aufklären, was die wirkliche Ursache ist, das ist ja noch längst nicht geklärt. Nehmen Sie das ernst. Nehmen Sie jene ernst, die sagen, der Krieg in der Ukraine, das ist alles nicht so, wie es dargestellt wird. Da ist vielleicht auch ganz andere Interessen hinten dran. Da gibt
gibt's vielleicht ganz andere, die da Interesse an diesem Krieg haben. Wir müssen sehen, ob wir nicht vielleicht einen Frieden schaffen können. Umgekehrt aber genauso. Hören wir jenen zu und akzeptieren wir auch die Meinung von denen, die sagen, nee, Moment mal, das ist so, wie es beschrieben ist. Der Russe ist der böse Aggressor. Und das mit den Maßnahmen zu Corona war vollkommen in Ordnung und die Impfungen waren vollkommen richtig und man hätte Zwangsimpfungen machen müssen. Hören wir denen zu, hören wir diese Argumente an und diskutieren wir sie dann miteinander, diskutieren wir die Ergebnisse, diskutieren wir auch von heute an, wie sieht's denn im Rückblick aus? Wäre es wirklich richtig gewesen? Was habt ihr denn damals getan? Was lernen wir daraus? Dieser offene Diskurs, und zwar unter dem Respekt der anderen Meinung, das ist das elementar Wichtige, so unangenehm, so schmerzhaft die andere Meinung auch sein mag, aber sie anzuhören, sie abzugleichen mit den eigenen Sichtweisen, versuchen, immer wieder die eigene Meinung auch zu prüfen, ob sie denn richtig ist. Das muss die endgültige Lösung sein. Und überall da, wo Ihnen Zensur begegnet, gehen Sie dagegen an. Lassen Sie sich nicht zensieren, trauen Sie sich, Ihre Meinung zu sagen und stellen Sie jene, die Zensur fordern, auch genau damit an. Wieso willst du Zensur? Wieso? Was ist das? Was haben wir aus der Geschichte nicht gelernt? Wieso sind deine Argumente so schwach, dass du die anderen nicht ertragen kannst? Darüber die Diskussion zu führen, ist, glaube ich, unsere wichtigste Aufgabe. Noch geht's. Es wird immer schwieriger, wir sind uns darüber einig. Wir sehen, wie mit Menschen umgegangen wird, die andere Meinung haben. Wir hören es hier von den Journalisten. Wir erleben das im Alltag. Wir selbst mit unserer kritischen Webseite sind da permanent auf der Rasierklinge mit. Wir erleben, wie viel schwieriger es geworden ist, abweichende Meinungen zu äußern. Die müssen ja nicht richtig sein. Die müssen ja nicht, weil sie vom Mainstream abweichen, deshalb korrekt sein. Aber sie könnten. Aber es ist viel, viel schwieriger, als das früher war. Dieses zu tun. Und wir merken, dass das mit hoher Geschwindigkeit voranschreitet. Und je weiter die Zeit voranschreitet und je weniger wir uns dagegen wehren, umso schneller kommen wir in eine Situation, in der abweichende Meinungen überhaupt nicht mehr gelten. Und es ist ja nicht aus der Welt gegriffen. In den vergangenen Jahrhunderten war das üblich, seine Meinung eher nicht sagen zu können. Ja, das ist ja eine neue Erfindung relativ, dass man seine freie Meinung sagen kann. Und das nicht mehr in allen Teilen der Welt. Ja. So, weder in China, noch in Russland, noch in vielen anderen Staaten kann man unbedingt immer überall seine freie Meinung sagen. Auch, wie gesagt, hier inzwischen längst auch nicht mehr. Und deswegen überall Nordkorea, sagen Sie da mal, Kim Jong-un ist ein schräger Vogel, schwierig. Ne? Also, und wir wollen doch da nicht hinkommen. Wir wollen doch weiterhin unsere Meinung sagen können, uns austauschen können. Nur dann haben wir die Möglichkeit zu Forschung, zu Fortschritt etc. Und deswegen sollten wir uns das durchaus nicht nehmen lassen, sondern den Mut haben, frei zu reden. Und dazu gehört auch ein Beitrag, der mir, manchmal spielt es ja zufällig, gestern am späten Abend über den Weg gelaufen ist. Heute Morgen komme ich auf diesen Aufruf, den ich Ihnen gerade genannt habe. Wir verlinken das auch unten und weisen auch auf die Kollegen, die da wunderbare Artikel machen. Übrigens, wir werden das öfter machen. Wir werden auch öfter in Zukunft auf andere Medien verweisen, die tolle Artikel bringen, die tolle Sachen entdeckt haben. Es muss nicht immer jeder alles selber neu schreiben, was ein anderer schon toll aufbereitet hat, sondern wir nehmen uns dann die Freiheit, Ihnen durchaus auch mal zu zeigen, was bei anderen Medienseiten an spannenden Sachen zu finden ist und zeigen Ihnen das bei Cashkurs in einer Form von Medienradar. Ich glaube, das könnte für Sie auch ganz interessant sein. Durchaus auch mal abweichende Meinungen können darunter sein. Was mir aber gestern Abend begegnet ist, ist ein spannender Film. Da geht es um das Thema Klima. Und zwar um den Klimawandel und das Klimaleugnen. Auch das ist so ein Thema, ne? Über das man nicht reden darf. Ne? Dass den Klimawandel, den menschgemachten Klimawandel in Frage zu stellen, ist gleichzusetzen mit rechtsradikal. Das ist ja eine Vereinfachung. Ne? Also in dem Moment, wo man irgendwas abweichend zum offiziellen Narrativ in Frage stellt, wird sofort alles in einen Topf geworfen, weil wer das macht, wer den menschgemachten Klimawandel in Frage stellt, der stellt auch die Impfung in Frage, der stellt auch den Krieg in Frage, der stellt auch dies in Frage, der ist ein Putin-Versteher, das sind alles rechtsradikale Schwurbler, Querdenker und Reichsbürger. Automatisch, ja, so funktioniert das. Lassen wir das nicht zu. Nein, wir nehmen die Diskussion auf, in jedem einzelnen Punkt. Und in dem einen Punkt mag man so sehen, im anderen mag man es anders sehen. Lassen wir uns da nicht in diese Ecke drängen von einer eigentlich verschwindenden Minderheit, die aber zunehmend größer wird. Aber auch wir können durchaus eine größere Menge werden von denen, die für eine freie Meinung eintreten, für den offenen Dialog der Diskussion der Argumente. Und hier ist beispielsweise genau ein solcher Film. Climbing the Movie ist vor wenigen Tagen in die Veröffentlichung gegangen, auf Spielfilmlänge, eine Dokumentation über den Klimawandel.
und über die Frage, gibt's den, ist der wirklich menschgemacht? Ist das so, wie es dargestellt wird? Stehen wir mitten in der Klimakatastrophe, die den Weltuntergang bedeutet? Oder ist da eine ganz andere Story dahinter? Ist das gar nicht so? Diese Argumente darf man im offiziellen Narrativ überhaupt nicht mehr diskutieren. Und ich sage doch, man darf es, man muss es auch. Weil hier sind viele Fragen offen. Und hier in diesem Film spielen extrem spannende Personen mit. Es spielt beispielsweise, kommt dort zu Wort ein John Clauser, Nobelpreisträger für Physik von 2022. Das ist doch kein Irrer. Wenn der den Nobelpreis für Physik bekommt, dann hat der Mann doch was zu sagen. Dann kann man doch nicht sagen, weil der eine andere Meinung hat als das offizielle Narrativ, darf man dem nicht zuhören. Richard Lindzen, auch der hier. Bis zu seiner Eremitierung war er Professor für Meteorologie in der Abteilung für Erd-, Atmosphären-, Planetenwissenschaften am MIT, zuvor an der Universität of Chicago und der Harvard University. Ich meine, das ist doch kein Wahnsinniger. Der Mann, wenn doch einer sich mit der Materie auskennt, dann doch er. Oder Stephen Conin, theoretischer Physiker, Kernphysik, in der Obama-Administration 2009 zum zweiten Unterstaatssekretär im Energieministerium benannt, schrieb ein Lehrbuch über wissenschaftliche Rechnen in der Physik, veröffentlichte über 200 Forschungsaufsätze und so weiter und so weiter. Ganz spannende Menschen, die da mitspielen. Nochmal, natürlich kann sein, dass jeder von denen seine Interessen hat. Warum die die Dinge anders darstellen oder eine andere Sicht drauf haben, die dem offiziellen Narrativ abweicht und die vielleicht auch nicht die richtige Sichtweise haben. Das kann ja sein. Es gibt ja Wissenschaftler und Physiker, die sagen, doch, der Klimawandel, das ist genau so und das ist menschgemacht. Da gibt es gar keine Zweifel aus deren Sicht. Aber hier gibt es namhafte Wissenschaftler, die sehr wohl Zweifel haben. Und genau darum geht es, sich das anzuhören. Und zwar von beiden Seiten. Sich anzuhören, was diese Herren, und das sind noch viel, viel mehr, die da mitspielen, dieser Film ist wirklich sehr sehenswert. Ich verlinke das auch gleich nochmal runter. Der ist auf Vimeo und auf YouTube derzeit wieder und noch absehbar, weil das ist ja auch ein großes Problem, dass solche Sachen oftmals nicht allzu lange zugänglich sind und irgendwann eben nicht mehr zugänglich sind, weil sie gesperrt wurden. So wurde dieser Film auch bei Vimeo zunächst, nachdem es veröffentlicht wurde, erst wieder runtergenommen, auch bei YouTube, dann wieder online genommen, aber mit Warnhinweis. Also, das ist ja dieses, wir sind in einer Phase, in der es immer schwieriger wird, abweichende Meinungen zu publizieren, zu äußern und wo die Zensur immer stärkere Form annimmt. Sie ist noch nicht allgegenwärtig, sie ist noch nicht überall da. Und zunächst, seht ihr, es ist ja doch abrufbar, daraus zu sehen, dass wir dieses Problem nicht haben, das wäre natürlich falsch. Wir sind an einer Übergangsschwelle, wo das hin und her schwappt, aber eben in einer Dynamik in die falsche Richtung. Also deswegen, man sollte sich einen solchen Film durchaus anschauen, man sollte die Argumente dieser Leute hören, sich ansehen und dann durchaus auch die Gegenseite hören, so sagen, okay, was sagt ihr denn zu den Argumenten? Was sind denn die anderen Sichtweisen? Wo irren die? Oder wo stellen die was wiederum falsch dar? Die werfen euch vor, an der und der Stelle falsche Aussagen zu treffen oder die Statistiken zu verzerren. Die können das durchaus beurteilen. Was ist denn jetzt euer Gegenargument gegen deren Sichtweise? So funktioniert wissenschaftlicher Diskurs, so funktioniert Meinungsentwicklung. Nur indem man unterschiedlichen Experten zuhört, die unterschiedliche Meinungen haben und sie auch miteinander im Diskurs leben lässt. Deswegen die Tatsache, dass es so schwierig ist, über das Thema, über ein Thema wie Klima zu reden, das zeigt uns, wo wir stehen. Und Sie sehen hier, also das wurde von Vimeo schon mal gelöscht, wurde dann wieder online gestellt. Auch das Account von dem, der es online gestellt hatte, wurde gelöscht. Sorry, couldn't find it. Inzwischen ist es wieder abrufbar, auch auf YouTube, Klimawandel. Aber hier, wie gesagt, sofort dann auch mit dem Warnhinweis und dem Verweis auf die Vereinten Nationen, dass also das gar keine Zweifel ist, also Klimawandel bezeichnet langfristige Temperaturwetteränderungen, die hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten verursacht sind, insbesondere durch Verbrennung fossiler Brennstoffe. Kann sein, muss nicht. Schauen Sie sich den Film an, machen Sie sich Ihre Meinung und bleiben Sie kritisch. Trauen Sie sich, seien Sie mutig und sagen Sie der Kaiser keine Kleider an. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Ich weiß nicht, ob meine kritische Sichtweise richtig ist, ob meine Zweifel berechtigt sind. Aber dann räumen Sie mir doch bitte aus und bis dahin erlaubt mir, sie zu haben. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin tun, werde mich da auch an keiner Stelle stumm schalten lassen. Und auch hier hilft eine stoische Sichtweise, meine Damen und Herren. Wenn man für sich entschieden hat, dass die äußeren Umstände keinen Einfluss auf das eigene Glücksempfinden haben, man kann mir nehmen, was man möchte, man kann außenrum tun, was man will, davon ist mein inneres Glück nicht betroffen. Und dann ist man auch frei zu sagen, was man möchte, weil was möchte man mir denn tun? Was wegnehmen, mich irgendwo sperren, dann macht's doch. Ja, legitim, aber ich bin für mich frei zu sagen, wann immer ich was möchte
Und solange ich das tun kann, werde ich es tun. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, auch von mir der Aufruf, seien Sie mutig, sind Sie derjenige, der mit aufsteht und der sagt, nein, ich glaube das so nicht. Ich habe meine Zweifel, die möchte ich äußern und jetzt möchte ich gerne die Gegenmeinung hören. In diesem Sinne, Ihnen einen wunderschönen Tag.